diese Baumfaden, den werden wir gleich größer sehen. Mhm. Das ist Monkey Tail, heißt im Englischen. Aha. Monkey Tail? Monkey Tail, Affenschwanz, weil der zusammengerollt aussieht wie ein Affenschwanz. Ach so. Ist ein lebendes Fossil. Vor 60 Millionen Jahren gab es das schon und das findet man in den Steinfossilen. Findet man in der Baumfahne oder Farnblätter und das ist von dieser Farnart. Das ist ein Baumfarn, erreicht 15 Meter Höhe. Ja. Und wenn die zusammengerollt sind, sehen die Blätter aus wie Affenschwänze. Deswegen nennt man diesen Baumfarn, diesen mittelamerikanischen Baumfarn Monkey Tail. Monkey Tail. Und die sind, naja klar, man, das sind dann die vor Millionen von Jahren. Schon im Dinosaurierzeitalter gab es die schon. Mhm. Also die haben im Prinzip so den Meteoriteneinschlag überlebt. Ja. Könnte man sagen. Ja. Genauso wie Krokodile getan haben. Ne? Oder Schildkröten. Oder Schildkröten, die genau. Haben. Oder Haie. Oder Haie, ja, genau. Und hier sieht man natürlich das Moos dran, ne? Ja. Man hat, wie gesagt, ich zeige euch weiter unten mal besser eine Moosseite und eine Nicht-Moosseite, wo man es besser sehen kann. Ja. Wow. Je feuchter es natürlich ist, also je mehr Feuchtigkeit von der Seite kommt, desto mehr Moos wächst an den Bäumen. Unter anderem halt auch Orchideen, Baumfahne, Epiphyten. Moos hat natürlich auch die Aufgabe, Feuchtigkeit zu speichern. Es wirkt wie ein Schwamm im Prinzip. Ja. Schützt natürlich auch den Baum. Letztendlich vor niedrigen Temperaturen. Das ist praktisch ein Kleidungsstück für den Baum. Ja. Naja, ich merke ja schon sowieso, dass hier, wenn du atmest, dann kommt hier ein bisschen, also bedeutet es so um die 15 Grad, oder? Ja. Hier oben hat man so an die 14 Grad. 14, ah, okay. 15 Grad. Aber trotzdem kommen hier. Nachts wird es hier bis zu 8 Grad kalt ungefähr. Und auf dem Vulkan hier dazu, auf den höchsten Punkten minus 3 Grad. Also ich war schon mal auf den höchsten Punkt hier in Costa Rica und da hatten wir minus 3 Grad. Nachts. Echt krass. Ja. Ja. Und da muss man 20 Kilometer hochlaufen, durch Regenwald, durch Nebelwald, dann irgendwann mal durch Paramo, mit 15 Kilo Marschgepäck und dann oben in der Herberge schläft man dann. Und die letzten 600 Höhenmeter auf den höchsten Punkt, die erreicht man dann am nächsten Tag. 11 Stunden habe ich hochgebraucht. Wow. 11 Stunden. Die schnellsten brauchen 3,5-4 Stunden. Mhm. Es gibt also Wettbewerbe da hoch. Ich muss natürlich richtig fit sein.